Is there a truly reality out there that humans could really know? It's an age-old battle between realists and absolutists. God is not great, how religion ruins everything. And yet it's utterly and totally ridiculous. We need to live for something beyond ourselves. You know, in the 20th century, we all stand amazed. Im Laufe des 20. Jahrhunderts staunten wir über die Errungenschaften der Wissenschaft. Ein technologisches Wunderwerk folgte dem nächsten. Computer, Datenübertragung, das iPhone. Es ist unglaublich, was uns die Wissenschaft alles gebracht hat. Wir haben das Internet. Es ist wie eine Revolution, die hier direkt vor unseren Augen stattfindet. Keine Frage, wir können nur darüber staunen, was die Wissenschaft erreicht. Aber egal wie sehr wir heute darüber staunen, das ist nichts im Vergleich zu der Bewunderung, die die Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts empfanden. Die Menschen waren begeistert darüber, was die Wissenschaft leisten würde. Diese Begeisterung möchte ich allerdings ein wenig in Frage stellen. Ich denke, es gibt ein paar Probleme innerhalb der Wissenschaft, denen ich heute einige Minuten widmen möchte. Wie ich schon sagte, wie sehr wir auch die Wissenschaft bewundern, wir tun es nicht mal ansatzweise so sehr, wie es am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts üblich war. Zu jener Zeit waren die Menschen extrem begeistert darüber, was die Wissenschaft ihnen noch bringen würde. Diese Art Liebesbeziehung endete mit einem kleinen Ereignis, genannt der Erste Weltkrieg. Die Menschen sahen hier, wozu die Wissenschaft fähig war. Und dem Ersten Weltkrieg folgte der Zweite. Es folgte Hiroshima, Auschwitz und vieles mehr. Und plötzlich begannen die Menschen auch die Kehrseite der Wissenschaft zu sehen. Ich denke, dass wir auch noch im 21. Jahrhundert darüber staunen, was die Wissenschaft für uns getan hat. Wir glauben aber kaum noch, dass die Wissenschaft all unsere Probleme lösen kann. Nicht so, wie die Menschen dies vor 100 Jahren annahmen. Im 21. Jahrhundert machen wir uns stattdessen Sorgen. Wissenschaft macht uns irgendwie Angst. Ich rede von Atombomben, der Erderwärmung, Massenvernichtungswaffen. Es gibt definitiv eine beängstigende Seite der Wissenschaft. Und trotzdem betrachten immer noch viele Menschen die Wissenschaft als die letzte Instanz der Wahrheit. Die Wissenschaft behauptet etwas, sie beweist es und das war's. Keine weiteren Fragen. Schauen Sie nur, wie gut die Wissenschaft letzten Endes funktioniert. Allerdings wird man hier getäuscht. Es gibt grundlegende Schwierigkeiten in wissenschaftlichen Unternehmungen. Wissenschaft ist zunächst einmal empirisch. Sie ist das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Wir schauen uns in bestimmten Teilen der Welt um und untersuchen diese. Und dadurch, dass wir dies tun und Daten erheben mit Hilfe von Sinneswahrnehmungen wie Sehen, Riechen und Tasten, versuchen wir, Schlussfolgerungen über die Welt abzuleiten, die notwendig, allgemeingültig und sicher sind. Das ist nicht leicht. Was veranlasst Sie zu denken, dass X oder Y, lediglich weil es sich in einem Teil des Universums so verhält, es sich automatisch auch in einem anderen Teil in gleicher Weise verhält? Nur weil es etwas heute tut, ist dies keine Garantie, dass es in 100 Jahren immer noch so sein wird. Es gibt noch ein anderes Problem mit der Wissenschaft, das sich die Stabilisierung durch Konsequenzen nennt. Es geht in etwa so: Ich habe eine wissenschaftliche Theorie. Und wenn meine Theorie wahr ist, dann wird X hier grün. Und tatsächlich, X wird grün. Also ist meine Theorie bewiesen. Natürlich ist das keine notwendige Folge. X hätte sich aus allen möglichen Gründen grün färben können, die alle nichts mit meiner Theorie zu tun haben. Aber es ist nicht immer einfach herauszufinden, warum etwas passiert oder wie man etwas widerlegen könnte. Ich könnte behaupten, es gibt eine Anziehungskraft, die dafür verantwortlich ist, dass meine Hände nach unten fallen. Wenn ich meine Hand loslasse und sie fällt, dann ist die Anziehungskraft bewiesen. Vielleicht habe ich aber auch eine ganz andere Theorie. Ich glaube, es sind unsichtbare Spinnen vom Mars, die hier auf der Erde sind und meine Hand nach unten ziehen, sobald ich sie loslasse. Schauen Sie, ha, bewiesen. Unsichtbare Spinnen vom Mars sind die Ursache für das Herabfallen meiner Hand. Und deshalb ist meine Theorie wahr. Das hört sich ein wenig verrückt an, aber dieses fundamentale Problem gibt
gibt es bis heute in der Wissenschaft. Wir können uns niemals sicher sein und überzeugt sein, dass nur weil eine Theorie funktioniert, sie auch gleichzeitig wahr ist. Sie erscheint vielleicht wahr, alle Daten scheinen Sinn zu ergeben, aber am Ende könnte sich die Theorie dennoch als falsch herausstellen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine falsche Theorie, die 13 Jahrhunderte geglaubt wurde, war das geozentrische Weltbild nach Ptolemäus. Ptolemäus war sich sicher, dass alle Planeten um die Erde kreisen und die Erde das Zentrum des Universums ist. Dies war die erste systematische und mathematische Abhandlung über die Bewegung der Planeten. Und sie funktionierte. Man konnte sich orientieren, man konnte sagen, wohin sich die Sterne bewegen würden und so weiter. Aber das Lustige daran ist, es war völlig falsch. Die Theorie war genauso falsch wie die Annahme, die Erde sei eine Scheibe. Aber das hinderte die Leute nicht daran, die Theorie anzuwenden. Die Vorstellung, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums, ist verrückt, aber sie wurde geglaubt. Als nächstes haben wir Isaac Newton mit seiner berühmten Theorie der Schwerkraft. Newton stellte seine Theorie auf und konnte alles ganz genau erklären, indem er Dinge verwendete, auf denen später Einsteins Gravitationstheorie gründete. Erinnern Sie sich an den Film Apollo 13, als die Raumkapsel explodierte? Und als sie sagten, wir werden das Gesetz der Schwerkraft anwenden, um die Kapsel um den Mond zu schicken, woraufhin die Anziehungskraft des Mondes die Kapsel zurück zur Erde schleudern würde. Der Plan wurde umgesetzt und funktionierte. Das einzige Problem war, dass er auf völlig falschen Annahmen basierte. Einstein kam 300 Jahre später und krempelte die Grundlagen der Physik von Newton völlig um. Der Punkt ist aber, dass die Theorie funktionierte. Sie funktionierte jahrhundertelang und sie funktioniert auch noch heute, auch wenn sie falsch ist. Es gibt heute zwei grundlegende Lehren in der Naturwissenschaft, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik. Sie sind zwei der erfolgreichsten wissenschaftlichen Theorien aller Zeiten. Sie funktionieren und wurden aufs Genaueste gemessen und sind extrem präzise. Doch das Lustige daran ist, dass sie sich gegenseitig ausschließen. Wenn die Quantenmechanik recht hat, dann muss die allgemeine Relativitätstheorie falsch sein. Wenn die allgemeine Relativitätstheorie recht hat, dann ist die Quantenmechanik falsch. Mit anderen Worten, beide funktionieren in großartiger Weise, besonders die Quantenphysik, die Mobiltelefone und Computer möglich macht. Sie funktionieren auf der Grundlage dieser Theorie. Doch ist mit dieser Theorie etwas grundlegend nicht in Ordnung, da die beiden elementaren Theorien miteinander in Konflikt geraten. Sie können nicht beide richtig sein. Gemäß der Mathematik, gemäß der Theorien und ihren Anwendungen funktionieren sie perfekt. Was sagt uns das? Ich denke, das heißt, dass wir Dinge gut genug verstehen können, sodass sie funktionieren. Aber das heißt nicht, dass sie wahr sind. Richtig, Wissenschaft funktioniert, aber die praktischen Vorteile der Wissenschaft beweisen nur, dass wir die Wissenschaft gut genug verstehen, um praktische Vorteile aus ihr zu ziehen. Diese Vorteile sind aber kein Beweis für die absolute Richtigkeit der Wissenschaft selbst. Keine Frage, Wissenschaft funktioniert, sehr gut sogar. Aber wie alles menschliche Wissen, ist sie offen dafür, korrigiert oder sogar völlig ausrangiert zu werden. Dies ist traurig für viele Menschen, die überzeugt sind, dass die Wissenschaft die letzte Instanz der Wahrheit sei. Sie sind der Ansicht, dass wenn die Wissenschaft etwas sagt, dann muss es auch stimmen. Wer wären wir, das in Frage zu stellen? Keine Frage, die Wissenschaft ist gut und hat viel Gutes vollbracht, aber was ist das für eine Tragödie, seine Seele jahrelang einer Sache zu verschreiben, über die die nächste Generation nur lachen kann? Zu viele Menschen neigten leider dazu, genau dies zu tun. Das ist das Problem. Wir betrachten die Wissenschaft als wahr. Wie kann da jemand wagen, sie zu hinterfragen? Wenn eine spätere Generation eine frühere für diese Ansichten verspottet, und das ist in der Geschichte schon immer passiert. Ich denke also, dass es wichtig ist, dass wir sehr vorsichtig sind, wie viel Vertrauen wir in die Wissenschaft setzen.
Wir müssen außerdem sehr vorsichtig sein, wenn jemand sagt, meine Theorie stimmt, sie funktioniert. Natürlich kann es sein, dass sie funktioniert. Die ganze Idee, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, die ganze Kosmologie und Astronomie funktionierte, und das 1300 Jahre lang. Doch schließlich stellte es sich schlicht und einfach als falsch heraus. Womöglich verhält es sich genauso bei einigen unserer heutigen Theorien. Die Evolutionstheorie ist ein Beispiel. Manche Menschen sagen, ja, das stimmt. Die Wissenschaft sagt es so. Aber wer weiß, wenn wir uns bis dahin nicht selbst mit Hilfe der Wissenschaft in die Luft gejagt haben, betrachten die Menschen vielleicht in 100 Jahren die Evolutionstheorie und lachen darüber, so wie wir heute über Theorien aus der Vergangenheit lachen. Das ist etwas, worüber man nachdenken sollte.